So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure 2 Battle. Ne, 2 Battle kommt erst. Das ist Sonic Adventure Director's Cut. Sorry. Ich habe mir gerade eben Gedanken gemacht, wie dann 2 Battle ist, wenn das hier schon so ein bisschen grauenhaft ist, denn den Scheiß, den ich da gerade auf mich ergehen lassen musste, wenn der in 2 Battle auch ist, dann, ne? Betrug gewesen. Und die Kamera ist auch so toll in dem Game. Hier geht's raus, ne? Ja. Danke. Ich hab die Ringe. Ja, Freunde, ich hab sie. So, jetzt sterbe ich noch, würde ich sagen, ne? Das wäre natürlich perfekt. Aber nee. Yeah, wir haben das Level abgeschlossen und das in 10 Minuetos. Yeah. Woo! Ba, 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 ba. Gut, wie geht's weiter? Ja, geil zu wissen. Hey, pump it up. Mhm. Level D Mist. Wunderbar. Keine Ahnung, was das noch zu bedeuten hat, aber da will mich auch niemand in den Kommentaren aufklären. Habe jetzt geguckt, ob er irgendwie, wie heißt die Charmy auftaucht. Ich sammle sicher keine mehr. Reset. Nee, quit. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? No trains are currently in service. Gut, keine Züge, das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Wir können hier nicht zurück, das heißt, wir müssen durchs Hotel. Irgendwas wird jetzt irgendwie kommen. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache gerade. Ich bin gespannt. Tails ist ja auch verloren gegangen. Genau, da war ja was. Warum auch immer wir dann chillig Casino spielen, I don't know. Natürlich gehe ich wieder nachgucken, was wir tun müssen. Did you walk around the whole city? Die ganze Stadt durchsuchen. Okay. Irgendwann werden wir Tails finden anscheinend. Oder einen anderen Kollegen. Ich weiß es nicht. Hier, ne? Nee. Da war das erste Battle gegen das komische Monster. Den Typen finde ich sowieso noch total witzig. Keine Ahnung, was der bringt. Genauso wenig verstehe ich, was damit gemeint ist. Ich bin doch jetzt eigentlich durch die ganze Stadt gegangen, oder? Gibt es noch einen Ort, den ich nicht kenne, meine Freunde? Ba, ba, na, na. Da, 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 na, 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 na. Weg mit dir, na. Nein! Hier. Ba, ba, da, ba, da, da. Da brauchen wir irgendwas, was gleich schwer ist. Okay, in den Stadtteil ist also nichts. Ah. Oh, hier. Genau, wir sind ja jetzt zu zweit. No problem. He's just a chunk of cheesy hardware. Whoa! Oh, now what? Huh? Look here! It says, you cut of shit in free! Let's go! Amy! Wait! Oh, man! That girl is such a pain. Episch. Zerstöre die Raumschiffkapsel und rette die Tiere. Endlich mal wieder eine Action Stage.
und die Action Stage kenne ich. Die habe ich schon mal gezockt im 100% Spielstand, den ich mir ja, wie gesagt, runtergeladen habe. Wir müssen jetzt hier erstmal so ein Raumschiff zerstören. Na, so ein... Wie heißt das Ding nochmal? Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Auf jeden Fall sind die episch. Und dann geht's hier lang. Woo! Hinten ist unsere Ringanzahl. Auf den Ding drauf. Hab aber nur den Anfang gezockt von der Stage, also nicht die ganze Stage. Nicht, dass er jetzt denkt, dass der Ultra sich hier das Spiel sich anguckt und so. Ah, okay, man kann um die Kurven driften anscheinend. Ich weiß es nicht. Woo! Yeah! Wow. Was mich interessiert ist halt, ob man um die Kurven driften kann, so ein bisschen. Oder ob man wirklich jetzt nur die Kurven fahren kann. Das ist so, wie ich das jetzt hier mache, ne? Weil das sieht ein bisschen falsch aus, aber gut, ne? Das Spiel weiß, was es tut. Das Spiel weiß es, hoffentlich. I don't know. Wow! Das war brutal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. 70 Ringe, komm, die 100 kriegen wir auch noch, würde ich sagen. Ah, solche Passagen liebe ich in Spielen, ja. Solche kleinen Racing-Passagen am Anfang einer Stage kennen wir ja alle aus Sonic Adventure 2 Battle. Und anscheinend geht's jetzt erst richtig los. Ab in Disneyland! Woo! Das könnte wirklich Disneyland sein. Ich war da ja noch nie, aber sieht schon schwer danach aus. So ein Vergnügungspark-Shit hier, ne? Oh, Kegel. Ich habe jetzt nicht gewusst, was ich tun soll. Das Ding, und habe ich jetzt hier total abgelost. Aber gut. Wir haben wieder ein extra Leben, wie ich gerade merke. So, du denn. Yeah, zwei getroffen haben wir. Ah, komm, scheiß drauf. Wiedersehen. Das ist, glaube ich, kein Kinderspielplatz. Der sieht nicht so kinderfreundlich aus. Boom. Wir klettern auf Disney World herum. Woo, Disney World. Ich finde das immer noch so episch. Dieses Schloss erinnert total an irgend so ein Disney. An der Disney World Logo. Vielleicht haben sie sich auch daran orientiert. I don't know. Nein! Dummer Sonic. Knappe Kiste. Wow. Darüber. Woo. Bockt sich irgendwie. Hier in Disney World. Hätte ich nicht gedacht, muss ich echt mal hinfahren nach Disney World. Dann weiß ich, ob es sich wirklich so bockt. Wie hier in Sonic gerade. Aber ist halt auch weit entfernt von Österreich, ne? Also. Da kann man jetzt nicht sagen, naja komm, gleich um die Ecke, da fahren wir doch direkt mal hin, ne? Ba, 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 bam! Rauf auf Disney World und da vorne ist der Eingang zu Dornröschens Wunderschloss! Woo, Dornröschen! Ich mag Dornröschen! So, okay. Und Ende. Gut, der Part geht eigentlich so ein bisschen mehr als der letzte. Bin gespannt, wie es weitergeht. Yeah, not bad. Level C kommt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten. Welcome to Twinkle Park. Oh shoot! I've lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does.
Ach, Twinkle, Twinkle, Little Star und so, ne? Hier. Ich glaube, da ist, oder? Oder hier? Ne, von hier kommen wir. Das ist die Frage, in welche Richtung wollen wir gehen. Ich finde die hier cool. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das ist der Scooter? Okay, let's go! 3, 2, 1, go! Mario Kart! Ne? Und so. Ich würde da gern episch um die Kurven fahren, aber es geht nicht. Okay, ja, vielleicht müssen wir die Bestzeit schlagen. Das weiß ich nicht. 4 Minuten ist die Bestzeit. Mal gucken, wie groß die Strecke ist. Hat mich jetzt ja am Anfang schon mal wieder richtig, hat mich jetzt am Anfang wieder richtig Zeit gekostet. Und ansonsten gucken wir uns einfach nochmal das andere an. Ich hab da gerade null Plan. Was denn hier unser Ziel ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich stelle mich an wie der letzte Vollidiot hier. Das weiß ich schon mal. Und das ist nicht so toll. Lap 2! Wir müssen wahrscheinlich die Bestzeit toppen. Yeah, die rausgezoomte Kamera bockt sich immer. Ich liebe es ja, wenn die Kamera so weit rausgezoomt ist. Die Kamera liebe ich. Also wenn er für mich ein Spiel machen wollt, dann baut immer ein, dass die Kamera genau so rausgezoomt ist. Das mache ich ja bei Legend of Zelda auch immer. Ich zoome die Kamera einfach bis zum Ende raus, weil finde ich einfach episch. So eine Draufsicht. Bei Sunshine habe ich es ja auch gemacht, ne? Wer die Let's Plays verfolgt hat. Man soll halt nicht die ganze Zeit auf dem Gaspedal drauf bleiben, ne? Hier. Also so sieht es meiner Meinung nach aus. Ja, dann kommt man auch tausendmal besser um die ganzen Kurven. Woohoo! Aber man sollte jetzt auch nicht die ganze Zeit vom Gaspedal runtergehen, weil dann kommt man nämlich gar nicht mehr vom Platz weg. Gut, jetzt könnte ich, glaube ich, eine Bestzeit aufstellen, aber scheiß drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine Videoantwort schicken mit eurer Bestzeit. Gut, vielleicht ist es ein Minigame, vielleicht kriegen wir dafür so ein Emblem. Ich weiß es nicht, wir gucken. Ja, wir kriegen sogar ein Emblem dafür. So, jetzt ist Continue oder Quit. Machen wir mal Continue, ich weiß nicht. Aha. Okay. Na gut, nochmal will ich das jetzt nicht machen. Quit. Yo. Welcome to Twinkle Park. Dann gehen wir jetzt. Ah, hier. Oder? Ja. Wir haben was freigeschalten. Und anscheinend ist ein Roboter hinter uns her. Jetzt erstmal die Frage, wo liegt das? Wo ist denn das Ding gelandet? Ich glaube im zweiten Stadtteil. Da renne ich nochmal eben hin und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Und dann mal gucken, was als nächstes kommt, ne? Und so. Das muss hier irgendwo liegen. Irgendwo hier, yeah. Where the hell ist die Shit? Wo ist eigentlich der Laden, bei dem man einbrechen kann? Hier bei dir? Yo! Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Ei machen soll, aber es mal auszutauschen kann ja nicht so falsch sein. Also mal auszutesten, ob wir es überhaupt austauschen können. Ne? Jetzt haben wir ein goldenes Ei. Cool. Wenn ihr wisst, was ich damit tun soll, könnt ihr das mal ja sagen.
Denn ich habe keine Ahnung. Ja, ganze Stadt, was verstehst du unter der ganzen Stadt? Ja, Sonne kann ich schwimmen, das wissen wir. Er ist ein miserabler Schwimmer. Ich hätte jetzt mal genauer drauf achten sollen, ne? Gut, das letzte, wo ich nicht war, wo ich noch nicht war, war im Casino. Dafür müssten wir wieder in unser Hotel. Und vom Hotel aus nach da. Und dann muss das ja hier irgendwo liegen, ne? No trains are currently in service. Ja. Ich würde gern wissen, wo der Scheiß gelandet ist. Bevor ich den Part beende. Die Stadt ist ja nicht mal so groß. Hier. Vielleicht. Weiß nicht. Ah, komm. Where is that sheet? Gucken wir mal eben nach der Zeit. Gut, eine Minute haben wir noch, das Ding zu finden. No trains are currently in service. Hier ist nichts. Ah. Ja. Und da hoffe ich dann, dass ihr mir helfen könnt, das Ding zu finden. Aber soweit ich weiß, kennt vielleicht niemand das Spiel oder die Leute sind zu faul, mir das zu schreiben. Weil sie 10 Parts sehen wollen, wie ich das suche. Aber dann ist es mir scheißegal, wenn mir niemand schreibt, weil dann gucke ich im Internet nach und dann ist es irgendwie noch schlimmer, weil, ne? Dann kann ich mich nicht mehr bei euch bedanken, dass ihr mir geholfen habt. Wenn ich das jetzt in den nächsten Minuten nicht finde. Muss hier sein. Irgendwo in den Stadtteil. Irgendwo. Bitte. Ach komm. Hallo. Du Ding. Ah, komm, hallo. Wieso ist hier nichts? Das macht mich aggressiv gerade. Hier. Leck mich, Spiel. Der Firmenausweis ist. Damit komme ich in das Gebäude. Welches Gebäude? In das da? Jo. Yeah, unsichtbare Wand. Hm. Hier. Gut. Speed Highway. Gut. Ich würde sagen, das sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.